nutze mal die Gelegenheit, denn wir wollen heute eigentlich einfach nur mal Danke sagen. Hallo, Katrin ist gerade unten mit den Kindern, mit unseren drei Kindern, und wir sind gerade bei unserer Freundin Jill zu Besuch und sie passt dort auf, und deshalb habe ich mir gerade eben mal die Kamera geschnappt und habe gedacht, ich nutze mal die Gelegenheit, denn wir wollen heute eigentlich einfach nur mal Danke sagen. Danke sagen, die Abschiedsfeier, ihr habt das Video gesehen, sowas stellt man natürlich nicht alleine auf die Beine, sondern da braucht man eine Menge Unterstützung, und das haben wir wirklich von allen Leuten, die irgendwie involviert gewesen sind, haben wir das bekommen. Und selbst Leute, die nicht direkt geholfen haben, hatten uns Hilfe angeboten. Und da gehört sich das natürlich, dass man sich mal ordentlich bedankt. Und das wollten wir einfach mal machen. Ich hatte eigentlich gedacht, ich bereite jetzt eine lange Liste vor mit allen Namen, die geholfen haben. Aber diese Liste wäre so lang. Und gleichzeitig hat Katrin gerade bei Facebook gefragt, wie lang sollen eigentlich unsere YouTube-Videos sein, damit ihr sie zwischendurch mal gucken könnt. Und wir haben ja öfter mal Videos gehabt, die 10 bis 15 Minuten waren, teilweise auch drüber. Und das war dann wohl ein bisschen zu viel. Oder es ist schwierig zu gucken, sagen wir mal so. Und eigentlich eine Länge von 5 bis 10 Minuten ist viel, viel angebrachter. Finden wir auch selber ganz gut, lässt sich leichter verarbeiten, im Tagesablauf ganz gut machen. Kollidiert jetzt aber leider, wenn ich die ganzen Namen vorlesen würde, die uns geholfen haben. Insofern möchten wir uns eigentlich bedanken bei allen Leuten, die uns immer unterstützen und die, seitdem wir den Gedanken der Weltreise vorangetrieben haben und kundgetan haben, eigentlich zu uns gehalten haben, uns unterstützt haben, uns gut zureden. Und diesen Leuten fühlen wir uns sehr verbunden. Und das, ich kann die Namen jetzt nicht alle nennen, aber es ist natürlich die Familie, der nähere Freundeskreis, das ist die Verwandtschaft, und das sind Leute aus der Schule der Kinder, das ist aus dem beruflichen Umfeld von mir, aus dem beruflichen Umfeld von Katrin. Und jetzt was ganz Kurioses, selbst bei der Abschiedsfeier, wir hatten ein bisschen Platzproblem und konnten deshalb gar nicht alle Leute einladen, die wir gerne einladen wollten, aber dennoch haben auch die Leute, die keine Einladung bekommen haben, an uns gedacht und haben dann sogar am nächsten Tag noch Briefe eingesteckt und mit einem kleinen bisschen nach Reisekasse, Vorschuss, sagen wir es mal so. Und das ist, also wir sind total überwältigt einfach davon, wie viele Leute an uns denken, uns unterstützen. Und dafür wollen wir einfach wirklich mal ganz, ganz, ganz großes Dank sagen. Das zeigt uns ja, dass wir im Leben vielleicht doch nicht so alles falsch gemacht haben, sondern wir auch sehr viel Unterstützung bekommen. Wir möchten einfach auf diesem Weg nochmal sagen, dass das wirklich sehr, sehr gut bei uns ankommt und dass wir uns da richtig drüber freuen. Nochmal in Hinsicht auf die Abschiedsfeier. Ich habe sogar Arbeitskollegen gehabt, die aus England extra eingeflogen sind, und Geschäftspartner, die aus Süddeutschland extra hochgeflogen sind, nur für diese Feier. Und da freuen wir uns tierisch drüber, dass so innige Freundschaften entstanden sind auf unserem bisherigen Lebensweg, dass diese Leute so große Distanzen auch auf sich nehmen. Und das ist total klasse. Da sind wir einfach super stolz drauf. Und last but not least, zu der Abschiedsfeier. Das Ganze hat stattgefunden bei meinen Eltern. Und so viele Leute, die dort angefasst haben, Stühle abholen, Tische abholen, alles aufbauen, Essen vorbereiten, hinterher aufräumen, Getränke schleppen, dann gab es eine Präsentation, die da gemacht worden ist. Die Leute haben sich so viele Gedanken gemacht. Wir möchten uns einfach noch auch jetzt speziell für diese Abschiedsfeier, nicht nur für die ganze Phase vorweg, sondern auch jetzt speziell nur für diese Abschiedsfeier, mal einen ganz, ganz speziellen Dank ausrichten an die Leute, die da wirklich mitgeholfen haben. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Einen ganz, ganz großen Dank nochmal. Und witzigerweise habe ich hier neben mir gerade mein Handy mit der Stoppuhr, und die sagt mir, dass gleich die 5-Minuten-Grenze erreicht ist, und wir wollen ja nicht zu lang werden. Insofern ist jetzt genug Danke gesagt. Jetzt müssen wir nämlich weitermachen. Wir müssen noch ein paar Schränke ausräumen aus unserem Haus. Julian hat noch Fußballtraining, und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, und dann sehen wir uns morgen wieder. I, I,